Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC, Mobile Tycoon 2. Auch wenn uns grad 7 Stunden trennen, ich würde 1000 Kilometer auf mich nehmen. Wir können für unsere Mitarbeiter eine gemeinsame Schulungsreise organisieren, um ihre Fähigkeiten und Arbeitseffizienz zu verbessern. Ausbildungsdauer 2 Wochen. Let's go, machen wir natürlich. Was ich eigentlich machen wollte, ist gerade mal gucken, was wir hier so haben. Ich glaube, wir haben nämlich alles freigeschaltet, wenn ich ehrlich bin. Das ist die Frage, was haben wir alles schon gemacht? Ich glaube, wir haben tatsächlich Handy. SG Mobile V5. Warum ist der nur auf dem 5. Platz, Digi? Das geht ja gar nicht. Ein Tablet haben wir noch gar nicht gemacht. Erste Game Prozessor V1 ist auf jeden Fall auf 1 und die beiden sind auch auf 1. Ich würde sagen, wir machen mal ein neues Handy. Warte mal, ich muss mal kurz selber kurz das kicken. Wir haben hier ja auch noch ein anderes. SG Mobile V4, SG Mobile V2, ja gut. Machen wir jetzt mal SG Mobile V6. Und, was ich auch noch mal kurz gucken muss, ist, haben wir bei dem Handy alles? Nee, haben wir nicht. Das holen wir natürlich kurz nach. Damit wir hier auch wirklich alles haben. So. Zack. Das. Hier ist auch einmal alles. Da ist auch alles. Und hier ist auch alles. Gut, wir hätten einfach mehr. Also uns hat wirklich einfach nur diese eine Sache gefehlt. Nennen wir V6. Und wir haben ja jetzt unseren eigenen Prozessor, den nutzen wir auch tatsächlich. Und auch unser eigenes Betriebssystem, das nutzen wir natürlich auch. Das waren jetzt ernsthaft die einzigen Sachen, die es so nicht gab. Das ist ja lächerlich. Ja, tatsächlich. Die anderen Sachen gibt es alles. Ah, ne, hier Speicherfrequenz. Das hier gab es nicht. Ah, das hier gibt es alles. Das auch. Auch, das auch. Ja. Okay, wir haben alles. So, dann ballern wir das mal raus, würde ich sagen. Mitarbeiterschulung abgeschlossen, ja. Wollten aber eigentlich jetzt ein Flip-Handy machen, ne? Heute kommt das STGM Flip. V1. Nehmen wir auch wieder unseres. Oh, hier gibt es tatsächlich, ja, Moment. Hier gibt es, glaube ich, ein Problem mit was? Die Lautstärke-Taste ist nicht richtig positioniert. Ja, das klärt sich jetzt. Zack. Es ist nicht genügend Platz für die Platzierung des Home-Buttons. Ja, das wird hier gleich geändert, glaube ich. So, es gibt nämlich keinen Button. Bildschirm auf der Rückseite ist nicht richtig positioniert. Soll er denn hin? Zack. Hier hin? Ja. Okay. So, dann gehen wir nochmal kurz hier auf 3. Weil wir haben hier Always on Display nicht aktiviert. Kamera machen wir natürlich auch einmal. Natürlich sehr geil hier. Kamera 1. Warum hat das Ding 4 Kameras, Alter? Wofür braucht man die denn, Leute? Also jetzt mal no front, ich frage jetzt gerade wirklich. Leute, ich drehe übrigens diese Videos sehr spät, weil ich heute den ganzen Tag unterwegs war. Also wir haben es gerade zu dieser Aufnahme 18.05 Uhr. An einem 28. Oktober, also an einem Montag. Und ich bin ein bisschen müde, also falls ich ja, müde klinge, dann wisst ihr halt warum. Ich wollte irgendwas anderes sagen, aber ja. Egal. Design auf der Rückseite machen wir mal 8. Belichtungswinkel machen wir auf 360. Titelbeleuchtung machen wir natürlich auch. Dann machen wir auch auf 360. Logo, Hintergrundbeleuchtung, Boxdesign machen wir auf 6. So. Und rein da. Und ich glaube, wir haben dann auch schon alles. Wir haben jetzt hier nur noch das Tablet. Und das machen wir heute, das bringen wir heute auch raus.
Und dann war es das auch schon mit dem Spiel, weil das Spiel ist dann praktisch durchgespielt. Ja. Genau. Das Spiel ist dann praktisch durchgespielt, sodass ich nichts mehr kaufen kann. Und damit ist auch. Also PC Tycoon 2 ist ja schon durchgespielt gewesen. Und jetzt ist halt auch PC Tycoon. Mobile Tycoon 2 durchgespielt. Und ich muss gerade kurz einmal zu meinem Fisch gehen. So. Okay, bin wieder da. Wir haben gerade ein bisschen Stress miteinander gemacht. Ich einmal gegen die Scheibe kloppen, damit sie aufhören. Ja. So, eigentlich mache ich gleich auch, also ich mache um 18:30 Uhr jeden Tag immer Sport. So bauchmuskelartige Sport. Und dann auch noch Hanteltraining. Und dann tue ich meistens noch, ja, Hanteltraining. Also ich mache Sport so ein bisschen. Danach mache ich Hanteltraining und dann bin ich auch schon fertig. Das mache ich meistens immer um 18:30 Uhr und wir haben es ja gerade 18:07 Uhr. Ja, aber ich muss natürlich noch ein Video drehen, nämlich YouTube Shorts, und es geht nochmal 15 Minuten. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen später als 18:30 Uhr meinen Sport machen. Also wahrscheinlich so 18:40 Uhr. Denke ich mal. Na, könnte hinkommen. Weil ich muss auch noch mein Video schneiden und dann schneide ich das auch direkt danach. Weil dann habe ich es nämlich weg. So, vordere Kamera, zack. Dass man hier immer so viel drucken kann. Megapixel, 60 Megapixel, dann let's go. So. Zack. Speicherkapazität. Ja. Speicherfrequenz. Ey, mittlerweile habe ich absolut keinen Bock mehr auf diese Speicherfrequenzen, weil die immer übelst lange gehen zum Drücken. Wasserfest. Ist das natürlich? Mobilfunknetz 7G gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Gibt es 7G schon? Ich glaube nicht. So. Zack, zack, zack. Oh, jetzt ist mein Stift runtergefallen. Scheiß drauf. Machen wir mal das hier. So, jetzt nur Ladeleistung. Können wir auch endlich diesen Kack-Tablet rausbringen? So, fertig. So, so. Nee, raus will ich nicht. Ich frage mich immer noch, warum das hier nicht verfügbar ist. Aber mal egal. STGM Tablet V1. So. Machen wir natürlich auch wieder hier mit unseren Dingern. Sehr logisch, dass man das irgendwie mit seinen eigenen macht. Wow, das Ding sieht schon geil aus. So, Kamera. Ja. Ach, man kann ja auch auswählen, welches Kamerastil. Ja, ich mache jetzt einfach das. Juckt auch niemanden. Glaube ich. Machen wir natürlich alle wieder hier komplett full. Lassen wir, glaube ich, so. 4 Terabyte ist auch echt geil eigentlich, ne? Wenn man es mal so sieht. Oh Mann. So, so, so.
Bluetooth 7.0. Umgekehrtes Laden, das ist auch geil. Ladegerät, jo. So, jetzt haben wir alles. Ah, 10 ist frei, geil. Sieben ist nicht frei, sechs ist nicht frei, fünf ist frei. So, ich lass das mal eben kurz laufen, weil ich heb mal kurz den Stift auf, der hier runtergefallen ist. So, ich bin absolut kaputt. Also, mir fallen gleich die Augen gefühlt zu. Aber gleich durch den Sport könnte es möglich sein, dass ich ein bisschen wieder wach werde. Was gar nicht mal so schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. So. Was? Wir können für unsere Mitarbeiter eine gemeinsame Schulung... Hey, nee, ich will jetzt erstmal, dass die Sachen hier fertig gebaut werden. Jetzt ist auch mal gut hier. So. Zack, zack. Oh, nee. In unserer Fabrik gab es einen Brand. Wir haben... Ja... Juckt mich auch gar nicht, wie man hier sehen kann. Was ist hier passiert? Google hat was Neues rausgebracht. Haben wir eigentlich schon die Firmen gekauft, sag mal? Nö. Die kaufen wir auch gleich nochmal. Also die können wir... Ja, sollen wir die jetzt kaufen? Ja, komm, scheiß drauf. Kaufen die einfach jetzt. Microsoft kaufen wir einmal. Zack. Google kaufen wir auch einmal. Samsung gehört jetzt auch uns. Huawei. Batz. Xiaomi gehört jetzt auch zu uns. Qualcomm. Oppo. Media, Reck. Digga. Es fängt an zu regnen. Na sowas. Ich glaube, wir haben jetzt jede Firma einmal gekauft. Ich guck mal kurz. Zack, zack. Und nochmal noch rein. Ja, jetzt gehört uns hier alles. Jährliches Einkommen sind wir sogar gar nicht mal so geil. Monatliches Einkommen. Auch nicht. Fans. Mhm, da auf jeden Fall und Unternehmenswert auch. So, jetzt lassen wir das hier nochmal kurz laufen, weil sonst geht das Video wieder ewig long. Oh, wir kriegen Geld. 76, was sind das, 76 Milliarden oder so? Hm, keine Ahnung. So, nehmen Techno. Was haben die hier von uns gekauft? Ah, hier. Den Prozessor von mir haben die gekauft. Aber warum ein Betriebssystem nicht? Das ist doch Kaka. Naja, egal. Ist halt Android, ne? Was soll man sorgen? Derzeit findet eine bekannte Kommandeuranstellung statt. Möchten Sie teilnehmen? Großer Stand. Jo. 50.000 neue Fans, das lässt sich sehen. So. Haben wir einen Großinvestor gefunden, eine große Summe. Ja, okay. Zack, fertig. Dann warten wir nochmal kurz auf das andere hier. Auch fertig, so. Bringen wir ja einmal alles raus. Natürlich hier 100 Millionen. Wer hätte es gedacht? Aber wir skippen das jetzt hier mal kurz alles. Bestätigen. 10, 10, 10. 10, das ist jetzt Mobile V6, also ein bestes Handy, was es so gibt. Den Flip ist auch eine 10. Geil. Tablet
Ist auch eine 10. Wir haben alles richtig gemacht. Hey. Ja, SGMO. Oha, das Flip ist sogar besser. Nee, die sind beide gleich. Gut, okay. Hat mich schon kurz gewundert. SGM Flip und SGM Mobile V6 sind beide auf dem ersten Platz, sag ich mal. Tablet ist auch auf dem ersten Platz, Prozessor ist auch auf dem ersten Platz und die beiden Betriebssysteme für die Tablets und für die Smartphones sind auch auf dem ersten Platz. Leute, das war's mit dem Mobile Tycoon. Weitere Videos werden auf jeden Fall nicht kommen. Das war das Finale. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Videoglocke, damit ihr keine Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Auch wenn uns grad 7 Stunden trennen, ich würd 1000 Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würde ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. In deinen Namen zu pennen. Oh, 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 oh. Durch die Tiefsee würde ich tauchen.